Diese Hose stinkt einfach so hardcore nach Fisch. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch gerne meine Shein-Bestellung vorstellen. Dieses Video dient einfach dazu, euch zu zeigen, was bei Shein zurzeit Schönes angeboten wird. Und wenn du dich dafür interessierst, was ich bei Shein bestellt habe, dann bleib doch gerne dran. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Video. Fangen wir an mit dem ersten Teil. Und zwar ist das ein Body in so einem schönen, ich sage es jetzt einfach mal, Gardinenmuster. Ich hatte den jetzt schon einmal angezogen und für euch auf Instagram getragen. Für diejenigen, die mich noch nicht auf Instagram folgen, können das gerne unter diesem Namen hier tun. Denn auf Instagram zeige ich euch in meinen Highlights immer meine Shein-Klamotten, wie sie getragen aussehen. Dieses Oberteil ist übrigens nicht aus Shein. Dieses Oberteil habe ich aus Amazon. Es ist ein schönes Material. Vorne an der Brust ist es halt offen und hinten am Rücken. Genau, sieht eher so aus wie so ein Badeanzug. Ist auch hier unten mit so Knöpfen. Könnt ihr also zuknöpfen. Dieser Body hier finde ich wirklich sehr bequem. Ich finde das Material sehr, sehr, sehr angenehm. Es passt sich eurer Figur optimal an. Wird natürlich auch gewaschen und dann werde ich euch auf jeden Fall auf Instagram mal berichten, ob er eingelaufen ist oder ob er noch so ist, wie er denn bestellt wurde. Den habe ich in der Größe L bestellt und ich verlinke euch natürlich alle Kleidungsstücke unten in der Infobox. Preislich liegt der ungefähr, glaube ich, bei 18 Euro. Dann machen wir weiter mit einer PU Leggings und es ist sehr erschreckend, als die Hose ankam, habe ich gedacht, was wird jetzt hier Vergammeltes an mich geschickt und deswegen will ich diese Hose auch nicht haben. Also es stinkt wirklich extrem und nee, also für dieses Höschen habe ich auch kein Bild oder so, weil ich es nicht getragen habe. Optisch gesehen sieht richtig geil aus, aber die kann ich nicht auspacken, weil sie so extrem nach Fisch stinkt. Und das werde ich auf jeden Fall nicht so stehen lassen. Da werde ich auf jeden Fall noch Kontakt mit Shein aufnehmen, weil das ist wirklich ekelerregend. Das ist so eine geile PU High Waist Leggings und dann kommt die da so an mit so einem Fischgeruch. Unbelievable. Machen wir weiter mit etwas farbenfrohen. Und zwar habe ich mir hier so ein Set gekauft mit so einer bunt elastischen Biker-Shorts. Ich hoffe, das kann man sehen. Genau, die ist High-Waist. Habe ich in der Größe L bestellt. Ist halt eine Biker-Short. Und das passende Oberteil halt noch dazu. Das ist im Crop-Top-Stil. Ist sehr Nylon-mäßig. Leider aber auch, naja, nicht unbedingt durchsichtig, aber man sieht halt die Unterhose, die Form auf jeden Fall erkennen kann. Und das gleiche gilt natürlich für den BH. Finde ich eigentlich sehr schön. Das kann man sehr schön mit so einer Gürteltasche tragen und mit weißen Turnschuhen. Dann habe ich mir die gleiche Hose auch in so Neon Pink geholt. Ich glaube, die habe ich allerdings in der Größe M genommen. Nee, habe ich auch in L genommen. Das ist diese hier. Ist auch so eine Biker-Shorts. Und die passen eigentlich auch sehr gut in L. Also für diejenigen, die so eine Figur haben wie ich, da reicht L auf jeden Fall. Also jetzt nicht irgendwie XL oder sonst irgendwie sowas nehmen. Weil Shein ist natürlich ein Shop für sehr dünne und zierliche Frauen. Und ja, deswegen nehme ich gerne da L. Sehr angenehmes Material. Findet ihr auch getragen auf meinem Instagram-Account. Weiter geht's jetzt mit einem Jogginganzug. Und zwar ist es auch ein Zweiteiler. Ist diese Leggings hier in so einem bunten Stil, so ja auffällig, sehr elastisch mit dem Crop Top dazu. Fand ich wirklich sehr schön. Ich glaube, das ist auch das teuerste Set aus meiner Bestellung, wenn es nicht diese ekelhafte Fisch-Leggings ist. Finde ich wirklich sehr schön, aber auch hier muss man sagen, sehr figurbetont und gerade die Hose finde ich wirklich sehr eng, obwohl es schon L oder sogar XL ist. Ich guck mal gerade. Oh, nee, ich habe mich sogar mit M getraut. Also für diejenigen, die halt irgendwie Lust haben, sich so ein Set zu besorgen bei Shein, nimmt auf jeden Fall safe immer L. Okay, weiter geht's jetzt mit einem sehr, sehr, sehr schönen Badeanzug. Ich finde diesen Badeanzug wirklich sehr, sehr, sehr schön und ihr werdet das schnell begreifen, wieso. Denn es ist in so einem Holographic-Stil, sage ich jetzt einfach mal, in so einem schönen, auffälligen Material.
sehr elastisch, finde ich wirklich sehr schön. Und hier an dem Badeanzug finde ich es auch sehr gut, dass da so ein Push-Up drin ist. Werde ich für euch auch abschoten. Habe ich in der Größe L genommen. Solltet ihr auf jeden Fall auch in der Größe L nehmen, wenn ihr nicht skinny gebaut seid. Weil ansonsten wird es wahrscheinlich wie gewöhnlich für Shein ziemlich klein ausfallen. Wie ich das auch schon in meinen anderen Shein-Hauls gesagt habe, die Lieferung kommt sehr schnell. Also eure Bestellung kommt auf jeden Fall an. Diese Bestellung beinhaltet sehr bunte Teile. Ihr habt euch ja gewünscht, dass ich auch ein bisschen mehr für den Sommer so bunte Sachen trage. Ich bin eher so ein Neon-Typ und eher so was Auffälliges und deswegen passt das eigentlich auch ganz gut zu mir. Das nächste Teil ist ein Langarm-Shirt mit Rollkragen. Auch in einem Neon-Stil. Fand ich wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ist nur was für die Leute, die eine High-Waist zu Hause haben. Weil auch in der Größe M ist es wirklich sehr figurbetont. Ich hätte vielleicht doch lieber L genommen, weil so ganz elastisch ist es nicht. Das passt sich dem Körper direkt an. Und ja, für diejenigen, die halt nicht so eine gute Figur haben, wäre das vielleicht nicht so schön. Es ist auch unbequem, wenn es zu eng ist. Von daher scheut euch nicht, die Größe L zu wählen oder XL zu wählen. Weil dann habt ihr auch was von den Klamotten und müsst die nicht zurückschicken. Es ist aber möglich, bei Shein die Klamotten auch wieder zurückzuschicken. Das könnt ihr einfach beim Bestellen, ich glaube für 1,99 € oder so, könnt ihr noch so ein Rücksendeetikett oder sowas bestellen. Das kommt dann mit zu euch. Ich hatte das, glaube ich, bei der ersten Bestellung. Und dann habt ihr die Möglichkeit, die Ware über dieses Etikett wieder zurückzubringen. Ich kaufe die Produkte eigentlich immer mit gutem Gewissen, weil ich so ungefähr weiß, was ich möchte und dass es auch eigentlich passt. Ich bestelle nämlich generell lieber ein paar Größen größer als zu klein. Also bei Shein werde ich niemals S bestellen, weil ich weiß, das wird eh nicht passen. So Leute, dann kommen wir jetzt schon zum letzten Teil. Und zwar kommen wir zu diesem Body. Der ist im Neon-Stil und stinkt hardcore nach Essig. Also ich weiß nicht, wie diese Klamotten hergestellt werden und was für Material das teilweise ist. Es stinkt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Also wenn ihr dann einen Tipp habt, wie ihr so einen Geruch wieder aus so Klamotten rauskriegt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder auf Instagram oder Snapchat. Anyway, jedenfalls haben wir jetzt hier einen Neon-Body in Rosa. Den fand ich wirklich sehr schön bei dem Body, also Schulterpolster noch mit drin ist. Ich glaube, die könnt ihr auch rausnehmen, obwohl nee, die sind vernäht. Den finde ich eigentlich ganz gut, der hat auch gepasst. So meine Lieben, das war jetzt das letzte Outfit für euch. Ich hoffe, euch gefallen die Klamotten von Shein. Wie gesagt, ein paar Teile sind wirklich super. Ein paar Teile sind auch eher so in dem Bereich oder auch in dem Bereich. Kommt immer darauf an, was ihr für eine Figur habt. Achtet immer bei Shein darauf, dass ihr die Größentabelle einseht. Denn dort könnt ihr anhand eurer Maßen, könnt ihr eure richtige Größe analysieren und die funktionieren eigentlich auch den größten Teils immer. Ich hoffe dennoch, dass euch das Video sehr gefallen hat. Dann zeigt es mir mit eurem Däumchen nach oben. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen zum Shop in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Mua. Tschüss!